Kapitän Bernd Eichmann selbst in die Hand und traf beim zweiten Versuch mit dem Fuß. 1:0 für den FCH. Bei beiden Mannschaften merkte man schnell, dass die Luft raus war. Das Spiel passte sich den sommerlichen Temperaturen an. Nach 63 Minuten war Georgi Muyem völlig frei vor Torwart Patrick. Wenn der Stürmer aus dem Kamerun abseits war, dann war dies nicht die einzige Fehlentscheidung von Schiedsrichter Zumbier. Unter den rund 500 Zuschauern auch Angelo Donato, der ja in der nächsten Saison vom 1. FC Saarbrücken nach Aalen wechseln wird. Den Schlusspunkt setzten Rafael Susic und Olivier Kajas. Susic machte das 3:0 und Kajas kurz vor Ende das vierte Tor, das wir leider nicht im Bild haben festhalten können. Im Kampf um den Klassenerhalt in der